Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana mit Nami LP. Und mit Belias LP. Jo, im letzten Part, da waren wir auf dem Wüstenschiff und konnten uns dort befreien. Dann sind wir hier in El Oasis angekommen und die netten Leute haben uns gesagt, wir müssten zum Feuerpalast, der hier im Westen ist. Und ja, dann sind wir auch durch die Wüste geirrt und haben den gesucht. Aber dann ist mir jetzt bis zu diesem Part eingefallen, dass wir eigentlich noch gar nicht dahin müssen, weil wir dort eh nicht weiterkommen würden, da wir einen bestimmten Zauber noch nicht haben, den wir dort drin anwenden müssen. Ja, und deshalb machen wir uns da auf der Weihnachtsinsel lieber auf die Suche und ja. Genau, das, was wir brauchen, kriegen wir nämlich auf der Weihnachtsinsel auf Crazy Doom. Genau. Also wo der Feuerpalast ist, wissen wir, den haben wir gefunden, aber dann fiel mir ein, ach ja, es geht doch noch gar nicht. Genau, denn uns fehlt was. Sonst kommen wir nämlich im Feuerpalast gar nicht weiter. Aber keine Sorge, den Feuerpalast da hier in der Wüste, den werdet ihr auch noch zu Gesicht bekommen rechtzeitig. Aber erst müssen wir etwas von der Weihnachtsinsel besorgen. Ja, wir fliegen über den Ozean und wir brechen uns nicht die Beine dabei. Ja, der Kanoni, der misst sich das immer vorher ganz genau aus, wo wir hin müssen. Total. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall mal in einem schönen Schneedorf gelandet. Jahu, wir sind im Schneedorf. Wir können ja mal hier jemanden anlabern. Eins von diesen Walrössern hier. Alter Schwede. Vor Ostern. Ja. Lass mal hier nach oben. Ach ja. Guckt euch diesen wunderbaren Grafikfehler an. Oh yeah, ich glitsche mich durch den eingefrorenen See. Ja, das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Da haben wir immer gesagt, wir fahren gerade Schlittschuh. Ja. Aber in Wirklichkeit war es nur ein Grafikfehler. Ja, wir laufen hier gerade total bescheuert durch die Stadt. Ja, wo müssen wir überhaupt hin? Raus aus der Stadt. Ach, da geht's. Links geht's raus. Alles klar. Oh, schön. So. Ach, und falls ihr euch wundert, also hier einkaufen müssen wir nichts. Da haben wir offscreen schon mal vorher weggeguckt gehabt. Also da gibt's noch keine neuen Sachen. Ja, Wölfe, ihr seid lustig. Du kannst nicht durch, oder? Ach, du versuchst sie zu töten? Ja, ich versuche anzugreifen, aber die Warum greifen mich denn? Immer an. Warum denn? Komm doch weiter. Ja gut, dann gehe ich mal weiter. Ja. Ist vielleicht besser, bevor wir hier noch bei den Wölfen verrecken. Sehe ich genauso. Meine Güte, diese Scheißaxt. Ich werde jetzt mal die Lanze nehmen. Ja! Schon viel besser. Ohne Spaß. Komm. Hühnchen. Voll das Hühnchen, ey. Das Wolfshühnchen. Ja. Wie ich den platt mache? Jawoll! Komm, yeah, 125. Kommt noch einer? Nein. Okay, dann brauche ich mich auch nicht aufladen. Oh, ein Rentier! What the hell? Rudolf, Schluchz! Ich bin so alleine! Mein Herrchen ist verschwunden! Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. WTF? Ja, das werden wir später herausfinden, was mit seinem Herrchen passiert ist. Wer könnte wohl das Herrchen sein? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Ich meine, ist ja nicht so, dass das Rudolf der Rettnos Rentier ist, ne? Nö. Aber wer weiß. Nicht. Und ist ja auch gar nicht so, dass das hier Weihnachtsinsel ist. Ist ja schon sehr verdächtig, ne? Ja, aber was macht denn Sonic im Weihnachtsland? Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem, ich find's lustig, dass der wirklich sich so wie Sonic so kugelt. Naja, lass mal weitergehen hier. Naja, ist halt ein Igel. Was kommt Nein, hier? Nein, Achtung, da ist Kanoni. Also da ist Kanoni, alles ist halt klar. Ist halt immer Schild so, hier ist Kanoni. Hier ist Don Kanoni. Don Panini. Woher kommt denn das, Don Panini? Ah, das war bei Bleach, ey. Don Panini, okay. Ja, also mit dem Kanoni können wir auf jeden Fall dann wahrscheinlich wieder zurückkommen. Das wird der richtige sein, aber da müssen wir jetzt noch gar nicht hin. Boah, ich hasse das, wenn man die scheiß Viecher nicht trifft. Ja, du musst warten, bis du auf 100% stehst. Ja, das ist so doof. Slow Motion Attacking of Doom. Und dann kommt der Wolf und gibt mir eine, dieser dreckige Wolf, ey, Drecksköter. Tja, dafür hast du es ihm jetzt gegeben. So, und ich würde sagen, wir gehen hier gerade mal weiter. Nach oben, meine ich? Am besten hier oben. Nein, nicht da oben, da ist ein Kristall, der uns nicht durchlassen will. Da sind Mario-Wolken. Wölkchen, die kann man nur mit Magie angreifen. Aber wir wollen ja unsere Magie nicht für so kleine Wölkchen verschwenden. Ich meine, wir müssen dort nach oben. Echt? Ich meine schon. Ja, dann lass mal hochrennen. Ach! Diese Wolfsgeburt! Wolfsgeburt. Klar.
Bist du Sohn eines Wolfes? Ja, super. Jetzt sind wir gleich total eingezingelt. Umzingelt. Vor allem seid ihr beiden gleich tot. Ja, ich heile uns mal. Ich wollte schon sagen, vor allem seid ihr beide tot. Aber tot kenne ich nicht. Ich hasse das, wenn man sich healt, dass man sich da nicht bewegen kann. Dass man also voll den Animationslag hat. Man hat sowieso ständig einen Lag, weil man ausweicht oder so. Sag nichts gegen die schönen Animationen von Secret of Mana. Ich finde ganz ehrlich, die Animationen sind das Schlimmste an diesem Spiel. Das ist einfach, weil du es nicht gewohnt bist, weil du es früher nicht so oft gespielt hast. Zelda ist definitiv besser. Oh mein Gott, Endgegner. Oh. What the? Ach so, da kann ich ihn noch nicht treffen. Nö. Oh. Jawoll. Yeah, 84. Den werden wir auf jeden Fall komplett mit Waffen machen. So gut es geht. Ich habe ja auch Heilzauber, falls was passiert. Ja, habe ich mich aufgeladen, habe nicht mal Damage gemacht. Doch, du hast die, glaube ich, gekillt. Siehst du? Ah. Habe ich doch richtig erkannt. Oh, jetzt müssen wir, Achtung, wir müssen warten, bis der wieder hochkommt. Bleib ruhig aufgeladen. Jawohl, jetzt kriegt er eine volle Breitseite, ey. Ja, mach du zuerst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil dein Schwert ist ja schon Level 3. Jawohl. Yeah, und ich habe auch noch mal getroffen, super. Ja, aber er hat uns auch ganz schön. Ach, das geht eigentlich. Hä? Ach, cool. Nein. Die Ranke ist schon wieder besiegt. Ach nee, doch noch nicht ganz. Mach ich mal gerade. Was macht die Ranke eigentlich? Will die da, möchte ganz nicht. Nein, wenn die dich mit der Spitze da unten trifft, bist du vergiftet. Sehr einfallsreich. Oh, 311, ey. Speireier ist erledigt. Das ist der Nachfolger des Tropicalos, falls ihr euch noch erinnert. Aber Tropicalo klingt cooler. Im Elfenteich. Ja, finde ich auch. Da unten ist er, da unten. Komm! Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Ach, weil die Ranke da war. Die kranke Ranke. Ja, die kranke Anke-Ranke, ja. Ne? Das ist die kranke Ranke von der Anke. Ich sag da nur Danke. Meine Güte. Jawohl, ich hab's gekillt. Das war mal episch. Jawohl, guter Kampf. Ja. Ging ziemlich schnell. Wir sind gut gelevelt. Ja, auf jeden Fall. Yeah. Jetzt. Oh, jawohl, yeah. Und weiter geht's. Ich liebe diese Musik. Bogenorb erhalten. Ja. Cool, da können wir den Bogen leveln, wenn wir Bock haben. Wenn wir Bock haben auf den... Schluck auf du. Okay, wo sind wir hier? Ach du Scheiße, stimmt, hier war einer. Hier war ja was. Was ist das denn hier? Das möchte ich vorlesen. Ja. Hey ihr, könnt ihr mir mal gerade helfen? Es dauert nicht lang. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Was ist das? Was zum... Ein maskierter Typi. Ein maskierter Typi? Der sah aus wie Bonkers. Fragezeichen? Wer ist Bonkers? Fragezeichen. Ja. Der Fug? Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Ja, doch, wir sind neugierig. Wir müssen den öffnen. Oh mein Gott, was glüht denn da? Oh ja. Vesuvio. Endlich, ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich. Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja, okay. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Das ist übrigens eine sehr epische Musik, die auch später irgendwann mal in El Sandala zu finden ist. Geil, Vesuvio schließt sich an. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich auch im Rahmen. Ja. Dass wir jetzt Vesuvio of Crazy Doom haben. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg! Aus der Traum! Hä? Der Mana-Samen aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben! Klappe! Ich kann nicht drücken. Kommt, Jungs, wir gehen! Meine Güte, ey, das sind die Typen von dem, ey. Und der Beli, der steht mal übelst hinterm Heizkessel. Klar, dem ist kalt. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal Vesuvio. Ja, und ich würde sagen, lass da mal zum Feuertempel gehen, wa? Ja, wobei ich echt am Überlegen bin, ob wir kurz einen Cut machen sollen und den Vesuvio leveln sollen, weil... Doch, du hast recht. Weil wir den brauchen für den Dings, ja. Ja, dann werden wir an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und ihr seht uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis dann.
Ja, da sind wir auch wieder. Und ja, also wir hatten jetzt ein wenig die Zauber gelevelt, also zumindest den Vesuvio, den mussten wir auf Level 3 leveln, jeweils bei der Blonden und bei der Koboldin. Ja, haben wir auch ein paar Waffen noch gelevelt, nicht alle, sollen wir einmal zeigen kurz? Nee, zeigen brauchen wir nicht, wir haben minimal gelevelt. Ja, okay, also und wir haben jetzt beschlossen, dass wir hier beim Rudolf wieder starten, wo wir vorhin schon waren, denn uns ist aufgefallen, dass man einen kleinen Trick machen kann. Ja, und zwar ist hier wahrscheinlich schon die Belohnung, wenn wir das Härchen vom Rudolf gefunden haben, aber die können wir uns vorher schon abzwacken. Das ist sehr, sehr unfair, aber so ist das Leben. Lanzen ob! Ja, und was ist da wohl noch drin? Lanzen ob! 2 Lanzen ob erhalten. Ja, genau. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, boah, die Lanze kann man erst auf Level 2 trainieren, ja. Und was ist? Die anderen 2 Orbs sind hier, ja. Alles klar, dann machen wir doch gerade mal weiter. Ja. Ja, da hab wieder so ein... Ja, also wir werden jetzt erstmal wieder in die Richtung laufen, wo halt vorhin der Speireier war. Ja, dann lass mal da hinlaufen. Von dort aus geht's dann irgendwie weiter, müssen wir dann schauen. Lass da einfach hinsprinten. Ja, ich versuch's grad, aber die Koboldin hängt da irgendwie fest und. Komm ja. Jetzt, Tatsu, komm, warum schießt du auf die Bäume, Tatsu? Sie tja. Kriegt schon Halluzinationen. Ach Gottchen. Weil sie keine Glitzerbäume mag. Aber ja. Ich hab gerade 100 Damage gekriegt. 106 Damage. Ach. Ein Pokéball! Schnell, komm mal da weg. Ein Pokéball. Tatsu, die macht hier voll den Selbstmord. Selbstmordkommando. Ja, aber ich sag mal, wir haben sie auch auf Aggro eingestellt. Ich meine, wir könnten sie auf Scheu einstellen. Nein. Aber Aggro ist eigentlich immer ganz gut, vor allem später beim Endgegner. Ach, ich glaube, da oben wäre es ja da hingegangen, wo der Speireier war. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal hoch müssen. Sicher? Obwohl, doch, da ist ja unten ein Stein. Ja, dann wird es wohl oben lang gehen. Ja, dann lass mal da lang gehen, würde ich sagen. Ist da richtig. Ich werde uns da am besten gleich einmal heilen, weil die Tatsu, ne? Ja, die Tatsu, die kippt fast um. Ach nee, hier war ja das Dorf. Ja. Ja. Müssen wir gleich mal gucken, wo es da unten lang geht. Wunderschön. Erstmal heilen wir uns jetzt hier. Erstmal heal. Ich überlege, ob wir in den Häusern uns noch umgucken sollen. Nein. Das ist aber, ich bezweifle es ein bisschen. Ich denke auch nicht. Ah, da oben geht's weiter, genau. Notfalls gucken wir später nochmal offscreen, ob in den Häusern noch was war oder nicht. Ja, können wir mal so machen. Weil sonst sehen die ja auch nichts, die Zuschauer. Genau. Ja, die wollen auch was vom Spiel sehen. Also vom Spiel selber, die Items sind, glaube ich, mal so relativ. So. Ach. Ah, da ist nur ein Wucherkater. Wir können mal gucken, ob der schon irgendwas Neues hat. Aber ich glaube es kaum. Aber das wäre ja mal cool, wenn der irgendwelche neue Rüstung oder was hätte. Silberkette, Goldweste. Nee, ist alles alt. Das sind alles alte Sachen. Sonst haben wir alles, okay. Nee, dann ist gut. Wir haben übrigens 137.000 noch was Goldmünzen. Richtig geil. Ich denke, das Maximum wird wahrscheinlich 999.000 sein. Ja, weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Was ich sagen wollte ist, wir sind, wie ihr schon im Rahmen seht, auf Level 33 gelevelt, während wir offscreen gelevelt haben. Das war cool. Wunderschön. Also ich war echt erstaunt, wie schnell das hier ging. Komm. Ja, stimmt. Lassen wir den Wolf. Ja, der Wolf, der hat ausgedient. Das ist quasi... Gehen wir da nicht wieder zurück? Ist die... Oder nein, ne? Wir kamen ja von unten, stimmt. Wir müssen immer weiter nach oben. Viele Leute sagen ja, der Christian Wolf, das ist quasi ein Wolf im Schafspelz. Ich sag, das ist ein Schaf im Wolfspelz, ne? Okay. Oh Mann, den hast du geklaut. Ja, natürlich habe ich den geklaut, von Volker Pispers. Muss natürlich sein. Okidoki. Dann machen wir noch die Viecher hier platt. Die Schatzruhe, die nehmen wir uns. Ja, vor allem mal eine Schildkröte platt machen. Ja, die nehme ich dann mal, ne? Ja. Die Schildkröte platt machen, denn die haben wir auch noch nicht platt gesehen. Bonbon ist zu viel, das ist ein fliegender Pokéball. Bäm! Oh, Namis Waffenlevel gestiegen. Cool. Peitsche erreicht Level 4, sehr gut. Ah, wo sind wir hier? Könnte ich jetzt eigentlich die Lanze ein bisschen leveln? So. Auch wenn ich das Gefühl habe, lass dass wir laufen. Die Peitsche hier drin noch brauchen werden. Ist das der nächste Dungeon? Ja. Cool. Och, du Scheiße, diese Kröte, die hat der Tatsu 100 noch was abgezogen. Ja, nicht nur der Tatsu, die zieht auch mir ständig so viel aus, ab. Wir müssen da ausweichen, wenn die so fliegt. Schon krass, ey. Also die kleinen Gegnerchen hier, ach, die sehen Scheiße. Zwar so lieb und harmlos aus, aber die sind ganz schön overpowered. Scheint so, ja.
Ich würde sagen, wir gehen erstmal links und rechts und dann in die Mitte. Lanzen Cooper, wie er Cooper heißt. Überhaupt nicht von Super Mario, nee, nur nicht. Stimmt. Oh, bitte nicht. Weg. Durch die... Ja, ich... Ja, okay, wenn du durchrennen möchtest. Ja, möchte ich. Ich meine nur, da war ja auch noch eine Mitte, ne? Aber ich glaube, da müssen wir eh später das hin. Ich habe gehört, Mitten sind überbewertet. So. Ja, ich finde die Musik hier auf jeden Fall mal cool. Ja, die ist echt schnieke. Ach ja, ich glaube, links und rechts zuerst war doch ganz richtig. Clown-Orb erhalten. Ach, Clown-Orb ist Clown-Orb. Wie gesagt. Lanzen-Cooper ist verwirrt. Kräftewasser oder Kraftwasser. Was? Ach, oh, Tatsu, nehm mal die Tatsu, so, dann kommen wir hier nämlich raus. Ah, okay, nach unten, stimmt. So. Logischer Verstand. Und dann hier, ne? Oder? Ja, renn mal da rein. Dann gucken wir mal, was da ist. Ich heile uns am besten an. Heil uns! Heilende Nami! Ja, denn die Tatsu, die hat schon wieder nur 96 und ich habe auch nur 139. Oh, da ist wieder einer von den Puddings. Und darum ist wieder ein scheiß Cooper. Ich glaube, das dürfte der Sabberblob sein. Ja! Das ist der Jabberwocky-Blob. Lustig. Also den müssen wir anscheinend erstmal besiegen, weil der da sich auf den Schalter ein abchillt. Ja. So. Ja, meine Lanze geht ja leider nur bis 2. Ja, super Schneemann. Ja. Ja, klasse. Tatsu ist vereist. Ihr werdet gleich wieder aufgetaut. Ja, ich hatte aber so schön aufgeladen. Ah, yeah. Ah, der Drecksack lebt immer noch. Och Gottchen, nicht getroffen. Vor allem der Cooper hielt sich da hinten. Ja, Sabberblob. Ich hab grad gelesen, Sonderblob. Ich wollte schon sagen, der hat wieder seine Sonderrechte hier, ja? Tatsus Bogen erreicht Level 4. Super. Epic. Ah, links und rechts auf dem Schalter stellen. Ist ja mal logisch. Ja, klar, wenn zwei Schalter da sind. Wie macht man das denn, wenn man Singleplayer spielt? Ja. Oh, gute Frage. Wie ging das denn noch? Muss man hoffen, dass der von alleine... Ach komm, wir lassen das komische Star Wars-Objekt da, ey. Ja, das ist eine harte Lektüre, würde ich sagen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was da ist, wenn du Singleplayer spielst. Ob das dann von automatisch geht, wenn du dich auf einstellst, oder ob das dann so ist. Ich denke, da wird dann Folgendes passieren. Du steigst auf den Knopf und dann sagt er dir, du Moff hast keine Freunde, kommst hier nie weiter. Nein, Spaß. Nee, also vielleicht ist es auch wirklich so, dass... ja, dass du dann wirklich einen zweiten Controller brauchst und dann wirklich den anschließen musst. Und meinst nicht? Ich denke, dass du einfach hoffen musst, dass der Charakter auf den anderen Dings drauf geht. Ja, das kann auch sein. Boah. Die willste Frostwelle. Ja, ach komm, lass mal hier weiter. Ja. Der Part geht nur noch 2 Minuten. Ja, die Tatsu, die hängt hier. Bin ich jetzt getroffen? Ja, scheint so. Das war halt ein Zauber. Hier kommen das wir war schon halt ein Zauber. Hier kommen wir nicht durch. Ja, Frostwelle Level 3. Ja, mal wieder. Also die haben auch ihren Froster-Zauber auf Maximum gelevelt, genau wie wir. Also schon lustig. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ja, wir müssen den richtigen Weg finden anscheinend. Also unten ist schon mal durchsichtig, aber ich glaube nicht. Hier? Waren wir da nicht gerade? Nee, da waren wir gerade. Ja, ne? Sind wir überhaupt richtig im richtigen Raum? Lass uns mal gucken, hier muss es noch irgendwie weitergehen, aber... Ja. Ich weiß nur nicht, wo. Hier unten. Haha. Ha. Gott, diese Grafik, das ist nur wegen der Grafik. Glaub mir. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Ein bisschen was zu rätseln. Komm mal, ich bin viel zu weit weg. So. So. Die Tatsu versucht noch einen Geist abzuschießen. Ja, ich muss... Wetten wir, die heißen bestimmt irgendwie so... Clowns-Buhu oder so. Irgendwas mit Buhu. Ja, und jetzt? Hä? Irgendwie doof oder so? Warte mal. Aha. Ah. Das ist so verwirrend. Schon, ja. So ein kleines bisschen, wa? Okay. Müssen wir jetzt die Bücher... Nein, müssen wir nicht. Oh, da sind wir beim Endgegner. Jetzt schon? Ja, wir haben die Mitte nicht mitgenommen.
Oder ist das ein Zwischengegner? Ach ja, klar, da kommt noch so eine Echse. Drei so Echsen, weißt du noch, wo wir einen von hatten? Da sind jetzt drei von. Ich hin mich ehrlich. Spiele ich eigentlich gerade? Ach, ich spiele gerade die Tatsu. Der ist ja auch mal ganz lustig. Ja. So, jetzt spiele ich wieder die Nami. Wunderbar. Zwei Endgegner in einem Part, würde ich sagen. Finde ich mal ja, cool. Ja, das ist cool. Ja, stimmt. Oh Gott, hat er sich jetzt verwandelt? Ja, klar, der wird doch zu dieser Echse. Oh, oh, er hat dich. Ja, da musst du draufhauen. Jawohl, voll in seine Fresse. Ja, Belias, er hat mich gerettet. Alle einmal klatschen. Nicht wirklich. Oh nein! Bats, wieder gerettet. Da rettet der mich schon wieder. Also ich glaube, die Nami sollte mal ein bisschen aufpassen hier mit ihrer Lanze. Warum habe ich eigentlich die Lanze? Ich bin doof. Er hat mich. Oh, warte, hallo, ich hallo. Die Peitsche kurz aus. Wozu auch immer? Weil die Lanze ist ja nur auf Level 2, die Peitsche ist auf Level 4. Und das ist ja dann, glaube ich, schon ein bisschen... Ah, er hat mich schon wieder. Er hat mich immer noch. Warte, ich bin... Jetzt hat er dich auch. Ich glaube, die Tatsu hat mich gerettet. Ja. Jetzt musst du uns beide retten. Ja, die stopfen sich hier den Magen voll mit uns. Ey, das gibt's doch nicht. Wir sind gerade wieder draußen. Ich kann überhaupt nicht wegrennen. So. Hallo? Boah, ich habe euch beide mit einem Schlag gerettet. Gott. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Hallo, ich komme gerade wieder raus und die saugt mich wieder ein. Was geht denn? Boah, ich bin euch hier voll am Retten. Ah, jetzt ist immer mal gut. So, jetzt habe ich es geschafft, mit der Tatsu zu entkommen. Gottchen. Jetzt hat er mich, er hat mich. Boah. Hilfe. Hilfe? Ohne Witz, ey. Wir müssen uns auf einen konzentrieren. Wir müssen erst einen ausschalten und dann den nächsten und dann den nächsten. Ja. Aber halt natürlich, wenn einer gefressen wurde, immer ne, den nehmen der wo gefressen. Bleibt der so lange gefressen, bis man draufhaut? Ja, nee, ich glaube nicht ganz. Also der bleibt schon lange gefressen, aber nicht die ganze Zeit. Och nein! Die heilen sich übrigens. Ich weiß. Deshalb müssen wir gucken, dass wir einen erst platt kriegen. Okidoki, okay. Wenn ich mal hier rauskomme aus der Kacke. Jetzt hat er mich, er hat mich. Boah, Gott. Boah, Alter. Die Viecher sind echt übel. Immer zuerst auf den oberen, Och, der jetzt oben doof. Ist. Wir sind doof, weißt du, was wir hätten machen sollen? Was denn? Wir hätten erst einen zur Echse werden lassen sollen. Ja, klar. Ich hab ja nur auf eine gehauen die ganze Zeit. Ja. Egal, so machen wir es ein wenig spannender. Er hat mich oben. Warte. Wir sollten auch zuerst den da oben angreifen. Ja, weil ich den der ist tot. Weil ich den mit Stufe 3 von meiner Peitsche besiegt habe. Also ich war bis 3 aufgeladen und dann hat das geklappt. So, jetzt mache ich mich Stufe 4 und jetzt kriegst du einen auf die Fresse. Ja, und jetzt ist er tot. Das Schwert geht auch nur bis 3 im Moment, ne? Ja. Jetzt nur noch den einen, ne? Ja, genau. Ich lade mich schon mal auf Full Power. Der verwandelt sich bestimmt gleich. Stufe 4 und jetzt. Da ist er. Zack, 164. Sehr gut. Also echt, das hätten wir uns viel einfacher machen können, aber ja, nein. Wir mal wieder, ne? Einfach drauf los. Da haben die Zuschauer wenigstens sich einen wegzugeiern, ey. Ja, wenn wir die ganze Zeit gefressen werden hier von den Viechern. Boah, der schlagt überall hin, außer auf den Gegner. Oh yeah. Der hielt sich ganz viel, wir müssen den jetzt wegballern. Ja. Was habe ich nicht getroffen? Wollte mich verarschen. Scheiß Echse. Der hielt sich. Komm. Drauf. Na gut, wenn du meinst. Lad mal lieber nicht so viel auf. Ha! Gleich haben wir ihn, komm. Jetzt ist er down. Cool, ich habe immer den letzten Schlag von der Echse gemacht. Das ist super. Wow. Okay, jetzt sind wir wieder da, aber bevor wir in die Tür reingehen... Haben wir gar keinen Orb hier gekriegt? Anscheinend nicht. Ja, hier mal stehen bleiben. Part ist zu Ende. Ach ja, du hast ja recht. Schon seit 5 Minuten eigentlich. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von meiner Seite aus. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Part. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.